Herzlich willkommen bei der zweiten Folge unserer Webinarreihe Ernährung ist systemrelevant. Ich bin Fine, ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. Super. Genau, und ich wurde dazu eingeladen, das Webinar zu moderieren. Und genau, wir werden das Ganze, wie schon im Chat gerade gepostet wurde, als Audio aufzeichnen und dann könnt ihr das auf dem Janun YouTube-Kanal finden, falls ihr nochmal reinhören wollt oder anderen Leuten auch davon erzählen wollt. Und genau, in der Werbung war auch der Link auf jeden Fall zum YouTube-Kanal. Ansonsten kann Miri den auch nochmal in den Chat posten. Genau, und ihr könnt sehen, dass ihr fast alle gemutet seid oder halt das Mikro aus habt. Und das ist einfach, um die Nebengeräusche zu minimieren. Genau, einfach, dass wir die Leute, die sprechen, besser hören können. Genau, und wenn ihr aber zwischenzeitlich irgendwelche Fragen habt oder was sagen wollt oder so, dann macht euch bemerkbar, schreibt was in den Chat oder meldet euch oder so. Genau, dass ihr auf jeden Fall auch die Möglichkeit habt, euch zu beteiligen. So, das freut uns dann immer. Genau, und einige haben ja ihre Kamera auch schon angemacht. Genau, ihr seid herzlich dazu eingeladen, eure Gesichter auch zu zeigen. Aber wenn ihr das nicht wollt, dann ist es auch in Ordnung. Ja, und so als kurzen Überblick für heute, fragt euch ja bestimmt, was wir genau eigentlich machen in der nächsten Stunde. Miriam und Paulina, die werden gleich einen kurzen thematischen Einstieg geben. Die haben beide die Webinarreihe auch organisiert. Und danach werde ich mit Frieda und Denise, die ihr auch beide schon sehen könnt, ein kleines Gespräch führen, für so 25 Minuten. Und da könnt ihr auch auf jeden Fall gerne eure Fragen reingeben. Denise und Frieda arbeiten in zwei verschiedenen Cafés, einmal in Lüneburg und einmal in Bonn. Genau, und danach gibt es noch eine kleine Take-Home-Aufgabe. Also wir können dann alle selbst ein bisschen aktiv werden und genau gemeinsam zu einer Frage diskutieren. Und danach gibt es noch einen kleinen thematischen Abschluss. Ja, und das war's auch schon an Inhalt für die nächste Stunde. Und damit gebe ich zu Paulina und Miriam. Jo, danke dir. Genau, also vielleicht ganz kurz zu uns. Also Miri und ich kennen uns aus Lüneburg. Wir sind zusammen bei Ekona aktiv. Das ist ein Projekt von Janun, was sich viel mit nachhaltiger Ernährung auseinandersetzt und der Frage, wie man das Ernährungssystem irgendwie nachhaltig gestalten kann und welche Zusammenhänge es da überhaupt alle gibt. Und genau, da entwickeln wir eigentlich unter anderem irgendwie Bildungsmaterialien, machen einen Workshop oder so. Und haben zum Beispiel auch ein Wimmelbild entwickelt, was wir vielleicht nachher nochmal kurz zeigen. Genau, und im Anschluss an an das ganze Gespräch sind wir auch noch hier. Also wenn ihr Fragen irgendwie noch zu Ekona oder so habt, könnt ihr da gerne noch auf uns zukommen. Aber was wir jetzt genau machen, erzählt euch Miri. Genau, wir haben hier ja diese Webinarreihe organisiert. Ernährung ist systemrelevant, weil wir beide den Eindruck hatten, dass ja, sich gerade einiges tut im Ernährungssystem und manche Aspekte auch in den Medien thematisiert werden, wie zum Beispiel die Problematik, dass für die Spargelernte viele ErntehelferInnen gefehlt haben. Aber genau. Die Auswirkungen von Corona und eben den politischen und sozialen Entscheidungen eben noch viel weitreichender sind auf das Ernährungssystem. Und deswegen wollen wir mit dieser Reihe Leute zu Wort kommen lassen und ihre Einschätzungen und Perspektiven kennenlernen, die eben selbst im Ernährungssystem aktiv sind und da so ein bisschen verschiedene Facetten beleuchten. Das Ganze bildet natürlich auch immer nur einen kleinen Ausschnitt aus der Realität ab. Also wir gucken uns ja heute so ein bisschen die kleine Welt der Cafés an und haben dafür zwei Menschen zu Gast, aber die sind natürlich auch individuell mit ihren Cafés und können nicht für alle Cafés überall sprechen, aber können uns sicherlich sehr spannende Einblicke geben in ihre Situation und ihre Aktivitäten und Gedanken. Genau, wir
selbst sind auch keine Expertinnen dazu, was Corona jetzt mit dem Ernährungssystem macht und sind sehr gespannt, heute noch was Neues dazu zu lernen. Und genau, freuen uns auch am Ende noch über Feedback, wie ihr das Webinar fandet, ob ihr noch Ideen habt, wie wir das Thema und auch unsere Webinarreihe noch leichter zugänglich machen können für Leute, die vielleicht nicht den klassischen Zugang über Uni-Newsletter oder Ähnliches haben, weil genau wir denken, dass das ein wichtiges Thema ist und fänden es schön, wenn möglichst viele Leute mithören, diskutieren und denken könnten. Genau. Und ich habe ja schon gesagt, wir machen irgendwie viel zum Ernährungssystem. Wir haben da mal ein ganz grobes Ernährungssystem aufgezeichnet. Die LandwirtInnen sind grün eingekreist, weil wir letzte Woche mit zwei LandwirtInnen geredet haben. Was da so ein bisschen ja quasi genannt wurde oder die Hauptpunkte, war halt zum Beispiel, dass die Frage sich gestellt wurde, okay, ist unsere Landwirtschaft, ist die systemrelevant? Viele Probleme, die es jetzt gerade vielleicht in der Landwirtschaft gibt, sind nicht neu, sondern werden gerade einfach nur sichtbar durch Corona. Also sowas zum Beispiel, wie das halt ErntehelferInnen sein, irgendwie ein ziemlich unbeliebter Beruf ist oder zumindest in Deutschland nicht so. Genau, und dass bei vielen gerade auch die wirtschaftliche Unsicherheit total groß ist und das eine existenzielle Bedrohung ist, aber da es einfach so viel gerade zu tun gibt an Arbeit, das Thema auch gar nicht so präsent ist, weil auch wenn man auf dem Land lebt, die Einschränkungen halt nochmal irgendwie geringer sind, was so Freizeitgestaltung angeht, als in der Stadt. Und haben wir kurz über La Via Campesina, eine kleinbäuerliche Vereinigung, gesprochen und die halt auch Aktionen gemacht hat, irgendwie am Tag des kleinbäuerlichen Widerstands, der vor genau 10 Tagen war. Und dann habe ich eben gedacht, in unserem Wimmelbild gibt es dazu auch einen kleinen Ausschnitt. Das Wimmelbild ist eigentlich viel größer und jetzt seht ihr nur einen ganz kleinen Ausschnitt davon. Es gibt irgendwie super viel zu entdecken. Und passenderweise ist neben dem Protest von La Via Campesina, seht ihr so ein kleines Segelboot, was fair gehandelten Kaffee transportiert. Und da dachte ich, das passt doch gut, weil der kommt bestimmt zu einem oder beiden unserer heutigen Kaffeegäste. Genau. Deswegen sind wir einfach gespannt, so welche Verbindungen sich irgendwie heute noch aufzeigen, weil auch hinter jedem Kaffee ja irgendwie mehr steckt als irgendwie nur diese, 3 Euro, die man halt für die Tasse ausgibt. Aber was alles sich verändert, wenn viel mehr oder viel weniger Kaffee in Cafés getrunken wird. Darum und um noch viel mehr, hoffentlich, soll es heute gehen. Ja, danke euch beiden für den schönen Überblick und auch die ideale Überleitung zu unserem kleinen Interview. Dann kann ich jetzt Frieda und Denise auf unserer virtuellen Bühne begrüßen. Voll schön, dass ihr da seid. Frieda führt das Ladencafé Avenir in Lüneburg, gemeinsam mit ein paar Freunden. Und Denise hat einen Kaffeekiosk in Bonn namens Miss Minz. Und habt ihr Lust, kurz eure Kaffeekonzepte vorzustellen, damit wir ungefähr wissen, wie eure Cafés oder Ladencafés funktionieren? Soll ich den Anfang machen? Ja, gerne. Ja, kannst du machen. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Schön, dass ihr alle dabei seid, wollte ich sagen. Und ich bin Frieda. Ich mache mit Freunden zusammen ein kleines Ladencafé hier in Lüneburg. Wir sind von den Räumlichkeiten tatsächlich sehr klein. Es gibt 2 Räume, die ungefähr so 30 Quadratmeter groß sind. In dem einen ist ein kleiner Laden und in dem anderen ist ein kleiner Raum, in dem man sitzen kann. Der hat aber 15 Plätze nur. Das Besondere an uns ist wahrscheinlich, dass wir uns auch im weitesten Sinne mit
nachhaltigen Themen auseinandersetzen. In Bezug halt auf Kaffee auf jeden Fall biologischer Anbau und fairer Handel, aber auch in Bezug auf die Produkte, die wir sonst bei uns noch im Laden stehen haben, was Wein ist und Craft Beer. Genau, also bei uns geht es halt schon um, um Nachhaltigkeit in dem Sinne, dass alle Produkte handwerklich hergestellt sein müssen, dass sie biologisch produziert wurden. Genau, Fair Trade ist ein Thema und Regionalität auch. Genau, das ist vielleicht ganz gut zu wissen, weil das wahrscheinlich für Sachen, auf die wir später noch zu sprechen kommen, wahrscheinlich irgendwie in einen anderen Rahmen setzt als bei anderen Gastronomien. Genau, also wir sind beides so ein bisschen Gastronomie und Einzelhandel halt. Okay, super, danke. Denise, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe, also es klingt ganz ähnlich. Miss Minz hier am Rhein in Bonn ist auch sehr klein, also noch mal kleiner, glaube ich, als bei dir. 30 Quadratmeter und auch maximal 15 Leute und das ist dann schon immer so, ja, eng an eng. Und ja, es ist eben nicht ein klassisches Café. Ist auch ganz interessant, weil jeder nennt es auch immer ein bisschen anders. Ich glaube, immer das, was man da gerade sucht, das ist Kiosk und Café wegen der Lage am Rhein. Wir haben super viele Spaziergänger, Fahrradfahrer als ja, Hauptkundenstamm. Und was auch passt, ist, dass bei uns auch sehr viel, also es ist eher quasi so ein alternativer Kiosk. Viele sagen immer so, wow, schöner Kiosk. Und ich sage dann immer, ja, warum kann ein Kiosk nicht schön sein? Steht das irgendwo geschrieben, wie ein Kiosk aussehen muss? Und ich achte eben auch sehr stark darauf, dass wir möglichst wenig Müll verursachen, dass der Kaffee bio und fair gehandelt ist, auch aus einer kleinen Rösterei hier aus Bonn. Und ja, also das alles ein bisschen anders anzugehen. Deswegen gibt es auch solche Produkte dann bei uns im Verkauf. Also natürlich auch so die typischen Kiosk-Produkte, auch die Riegel, weiß ich nicht, wir haben auch Snickers und Mars, aber wir haben auch so alternativere Bio-Riegel dann daneben. Also es gibt so beides. Es gibt in einem schönen Regal auch Tabakwaren. Ja, also ganz unterschiedlich. Alles klar, danke schön. Genau, an dieser Stelle möchte ich nochmal alle, die hier mitmachen beim Webinar, dazu ermutigen, auch Fragen zu stellen. So, schreibt die auf jeden Fall in den Chat, damit ich die dann auch weitergeben kann an Frieda und an Denise. Genau, und als erstes interessiert uns natürlich total, wie sich in den letzten Wochen bei euch der Alltag verändert hat oder ob der sich verändert hat im Café. Frieda, möchtest du vielleicht auch anfangen damit? Ja, genau. Also unser Alltag hat sich auf jeden Fall gravierend verändert. Also wir haben wie andere Gastronomien Mitte März geschlossen und haben dann für unsere Produkte, die wir im Laden stehen haben, einen Lieferservice mit einem E-Lastenfahrrad eingerichtet. Genau, also es hat sich halt auch insofern total verändert, als dass wir vorher, also wir sind insgesamt 14 Personen bei uns im Team und es ist eine sehr unschöne Situation in Bezug darauf, dass die Situation natürlich jetzt mit sich bringt, dass wir gucken müssen, dass wir unsere Kosten so gering wie möglich halten. Gleichzeitig sehr wenig jetzt nur noch aus dem Team beschäftigen können und dementsprechend halt auch keine oder nur weniger Löhne zahlen können. Und
Genau, also der Betrieb hat sich halt total gewandelt. Also vorher war es halt so, dass die Leute zu uns an den Tresen gekommen sind und jetzt fahren wir mit dem Lastenfahrrad zu unseren Kunden nach Hause. Ja, also mein Eindruck ist, dass sich in dieser Situation jetzt halt auch ganz viel zeigt, was halt vorher auch schon so unter der Oberfläche sozusagen eigentlich da war. Aber ich habe das Gefühl, dass Corona ganz viele Sachen so hervorholt oder halt auch verstärkt. Also wer vorher prekär gearbeitet hat, hat jetzt meistens ein noch größeres Problem. Zum Beispiel, ja, soweit erstmal. Und bestellen dann viele Leute bei euch? Also habt ihr dann viele Auslieferungen dann? Ja, tatsächlich war ich selber auch, oder wir waren total überrascht, weil wir eigentlich damit gerechnet haben, dass es halt am Anfang eine Solidaritätswelle gibt, die dann aber auch irgendwann so nach ein oder zwei Wochen wieder abebbt. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, bei uns wichtig zu wissen, dass wir einen sehr, sehr hohen Anteil an Stammkundschaft haben. Und ich glaube, dass es sich jetzt halt total bemerkbar macht, dass wir das halt haben, weil die supporten uns halt wirklich, wirklich total toll. Also die Bestellfrequenz ist auch nach 4 Wochen gleichbleibend hoch geblieben. Und das ist halt echt total schön, diese Unterstützung und Solidarität zu erfahren. Super. Hier war noch eine Frage im Chat, ob ihr auch noch backt gerade und Kuchen ausliefert. Genau, also wir hatten, also dadurch, dass wir das Café zu hatten, hatten wir es eine Zeit lang nicht. Wir haben dann zu Ostern mit unserer Konditorin so eine Special-Aktion gemacht, dass wir dass man sich einen Osterkuchen, das war so ein veganer Karottenkuchen, den konnte man sich bei uns über den Online-Shop bestellen und wir haben den dann halt mit dem Lastenfahrrad am Ostersonntag zu den Leuten ausgefahren. Da aber, also Kuchenstücke sind dann halt zu kleinteilig, um das halt mit der Lieferlogistik machen zu können. Und ganze Kuchen werden jetzt halt auch eher selten bestellt, weil mit den Kontaktbeschränkungen ist es natürlich so, dass man, wenn überhaupt, dann mit der Family zu Hause sitzt. Und auch da ist dann halt schon ein ganzer Kuchen, den muss man dann halt, also da hat man dann eine Woche was von. Oder ja, manchmal auch schneller, vielleicht. genau. Aber wir haben jetzt seit 2 Wochen so eine Regelung, dass man den Kuchen bei unserer Konditorin, also dass sie gegen Vorbestellung sozusagen backt. Also was irgendwie auch sehr gut ankommt, ist zum Beispiel so als Geburtstagsgeschenk, dass Leute für jemand anderen sowas dann halt bestellen und wir das dann halt zu der Person bringen. Sowas ist, ja. Voll cool. Super kreative Ideen. Denise, wie ist es bei dir? Wie hat sich da der Alltag verändert? Also bei uns ist das auch seit Mitte März, dass wir halt angefangen haben, dann den Kaffeebereich quasi abzubauen. Also die Stühle stehen oben jetzt seit über einem Monat. Und dann haben wir ja so Markierungen gemacht und direkt angeschrieben, irgendwie, dass die Leute nacheinander reinkommen sollen. Und haben umgestellt, also wir versorgen immer noch mit Essen. Das ist halt ein bisschen anders dann als beim Frieda, weil wir immer noch die belegten Brötchen und die Sachen, die man sich so mitnehmen kann, anbieten. Wir haben halt jetzt nur nicht mehr die Sachen, die man bei uns vor Ort dann essen kann. Also Sachen, die schwierig sind, to go anzubieten, die haben wir jetzt auch erstmal rausgenommen. Und ja, lassen uns immer wieder jetzt was anderes, Neues einfallen, quasi täglich. Wir haben so eine Vitrine, wo dann Sachen ausliegen, die man sich mitnehmen kann. Haben leider super viel Verpackungsmaterial einkaufen müssen, was wir vorher nie brauchten.
Also das ist ja leider gerade irgendwie sowas Negatives, ne? Dass wieder viel, viel mehr Einwegverpackung entsteht. Und ja, wir haben auch weiter, wir haben so ein Pfandsystem für Kaffee. Das haben wir auch weiter genutzt die ganze Zeit, weil viele haben ja irgendwie das Gerücht gestreut, dass man das nicht mehr machen darf. Wir tauschen den halt immer aus. Die Personen kommen dann zurück, bringen den Becher bei uns und wir nehmen einen frischen und stecken den dann direkt in die Spülmaschine. Und das geht bei uns momentan richtig, richtig viel. Also viel, viel mehr noch als vorher, dass dieses Pfandbechersystem läuft. Weil bei uns eben diese Spaziergänger-Laufkundschaft vorbeikommt den ganzen Tag und ja glücklicherweise gutes Wetter ist. Also ich bin echt gespannt, wenn jetzt wirklich der Mai regnerisch wird, wie sich das nochmal verändert. Aber momentan haben wir dann wirklich von, also nachmittags vor allem, dann durchgehend eine Schlange vorm Laden, die alle geduldig, nett warten, mittlerweile, um einfach einen Kaffee zu bekommen oder ein Eis aus der Truhe. Und ja, die Getränke, so, weiß ich nicht, super viel Bier und so, was die Leute sich dann mit an den Reihen nehmen. Und auch wenn die sich an Abstandsregelungen halten und so, gehen ja trotzdem immer noch sehr, sehr viele spazieren, Inlineskaten, Fahrradfahren, vor allem an den Wochenenden und Feiertagen. Und davon profitieren wir eben. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut, weil am Rhein ist das Ordnungsamt auch die ganze Zeit unterwegs. Also da wird echt drauf geachtet. Und ja, es ist immer nur so ein bisschen schwierig. Zum Beispiel seit heute haben wir ja jetzt hier die Maskenpflicht. Und wir müssen dann schon ziemlich viel erklären noch. Und ich denke mir dann immer, ja, ich habe auch nicht unbedingt andere Quellen als ihr, die in den Laden kommen. Die sagen dann auch, oh, muss ich jetzt meine Maske hier anziehen? Und ich so, ja, weil die uns dann eben mit der Maske sehen. Und ja, es ist schon schwierig. Also ich hatte dann heute 8 Stunden so eine Maske an. Das ist was anderes, als kurz einkaufen zu gehen und die für 10 Minuten anzuhaben. Mhm. Aber ja, man muss so ein bisschen betreuen die ganze Zeit. Und Lieferdienst habe ich auch angeboten seit März für Frühstücke, weil das ja leider ausbleibt momentan. Wir haben sonst am Wochenende immer sehr viele, die zum Frühstücken kommen. Das muss ich sagen, ist immer weniger geworden. Also anfangs war das super viel, was bestellt wurde. Richtig, richtig viel, dass ich dachte, oh Gott, ich habe doch gar keine Erfahrung damit, wie das überhaupt geht, wie man so einen Lieferservice anbietet. Und ja, dann habe ich gerade gefühlt reingefunden nach 2 Wochen. Und dann ist es so von Tag zu Tag eher weniger geworden, obwohl von super vielen Feedback kam, dass wir das weitermachen sollen, auch nach Corona-Lieferdienst, dass es so super wäre, sein Frühstück ans Bett zu bekommen. Aber es ist halt wirklich jetzt nur noch alle paar Tage mal so eine Lieferung. Und ja, ich mache das dann trotzdem noch weiter, weil vor allem, wenn es so wenig ist, brauche ich da nicht viel umzuorganisieren für. Dann bringe ich sie selber gerade weg. Ja, also das hört sich ziemlich gut an. Gerade ist es so, dass ihr also bisher noch keine so richtigen finanziellen Schwierigkeiten habt oder ist es schon kompliziert? Es ist halt total schwer zu sagen, weil wir haben den Laden jetzt seit 1,5 Jahren offen und ich habe keine Vergleichswerte zum letzten Jahr, weil der Laden viel, viel weniger gekannt wurde. Also es ist schon auffällig, wie viel mehr Stammkundschaft und wie viele vorbeikommen, den Laden kennen. Deswegen war für uns halt die Soforthilfe auch schwierig, weil wir nicht mit letztem Jahr vergleichen können. Es ist halt schon im Winter mehr gewesen. Und ich vermute, dass, also es geht finanziell noch. Wir kommen so durch bei gutem Wetter, dass sich das noch lohnt aufzulassen, auch die normalen Öffnungszeiten. Aber das ist auf keinen Fall so, wenn mal ein bewölkter Tag ist. Mhm. Deswegen, also momentan geht's, obwohl ich denke, dass es noch mehr wäre, wenn wir jetzt draußen unsere Stühle aufstellen könnten und das ist quasi, also die Hauptsaison bei uns ist Sommer und wenn wir das nutzen könnten, wäre es mehr.
aber also ich kann mich trotzdem nicht beschweren, wie es jetzt bisher ist. Und wenn ihr beide auf die nächsten Wochen guckt, gibt es irgendwas, was euch sozusagen Sorgen bereitet oder was ihr vielleicht euch auch wünschen würdet für die nächsten Wochen, wie es am besten weitergeht? Frieda, willst du vielleicht weitermachen? Ja. Ja, ich finde die Frage tatsächlich auch relativ schwierig zu beantworten. Also mir geht das auch total so wie Denise, dass es eigentlich fast jeden Tag eine Herausforderung ist, weil man das Gefühl hat, es steht wieder aufs Neue alles in Frage, was man gerade gemacht hat. Also bei uns ist es halt auch so, dass wir dann das Café zugemacht haben, mit dem Lieferdienst angefangen haben. Wir haben überhaupt gar keine Erfahrung in Lieferlogistik oder wie man sowas am besten macht. Dann hatten wir so nach 3-4 Wochen so eine Routine entwickelt, wo ich halt das Gefühl hatte, jetzt kehrt tatsächlich sowas wie Alltag ein. Also parallel muss man sich dann ja halt auch noch die ganze Zeit dann mit den Fragen auseinandersetzen. Also sozusagen mit dem Shutdown des Cafés, was das halt personalmäßig heißt, was es da für Möglichkeiten gibt, wie das mit den Soforthilfen läuft, diese ganzen Sachen halt machen und dann die Lieferlogistik aufbauen. Und jetzt ist mein Eindruck, seit jetzt die Lockerungen im Einzelhandel seit einer Woche gekommen sind und jetzt wieder mehr in der Stadt los ist, ist es tatsächlich auch so, dass die Bestellfrequenz bei uns jetzt wieder so ein bisschen runtergeht, also gerade wo sich da eine Routine eingestellt hat und wir jetzt halt anfangen mussten, halt auch Fensterverkauf, also zu eingeschränkten Öffnungszeiten, jetzt noch nicht alle Tage, aber ich habe heute für 3 Stunden auch das Fenster aufgemacht, um mal zu testen, wie viel eigentlich los ist und ob sich das halt lohnt, das auch unter der Woche dann jetzt bei uns wieder anzubieten. Und also es ist definitiv so, dass die Umsätze natürlich überhaupt nicht so sind wie normalerweise und vor allen Dingen, wenn halt gutes Wetter ist. Also wir haben sonst halt so eine 7 Meter lange Bank draußen auf der Straße stehen und es gibt halt wirklich super viele Leute, die total gerne dann draußen sitzen und das das ist halt einfach was anderes. Und gleichzeitig neben dieser sozusagen betriebswirtschaftlichen Verantwortung gibt es ja aber irgendwie auch noch sowas wie so eine gesamtgesellschaftliche oder ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll, aber ich finde es tatsächlich halt auch ein bisschen schwierig, sozusagen mit den Lockerungen umzugehen oder damit, dass halt insgesamt wieder mehr los ist, weil also aus meiner Perspektive die Gefahr ja nicht gebannt ist. Also es hat sich ja nichts an der grundlegenden Situation geändert, wie noch vor einem Monat. Und insofern, also klar, für uns betriebswirtschaftlich ist es natürlich toll, wenn wieder mehr in der Stadt los ist, aber gleichzeitig denke ich, ist das jetzt vielleicht auch gerade irgendwie schwierig. Also es sind ja halt so ganz verschiedene Betroffenheiten sozusagen, ne, die nebeneinander existieren. Ja, so ein richtiger Konflikt. Ja. Ja. Okay, und Denise, wie ist es bei dir, wenn du auf die nächsten Wochen guckst? Gibt es da Befürchtungen von dir oder auch Wünsche, die du hast? Ja, ich habe ja schon ein paar Mal angesprochen, dass ich auf jeden Fall Angst davor habe, dass was passiert, wenn schlechtes Wetter ist. Weil wir dann halt auf jeden Fall Probleme bekommen. Das, was uns bei schlechtem Wetter rettet, ist, dass man bei uns drinnen sitzen kann. Und dass dann eben alle irgendwie ins Gemütliche drinnen flüchten, quasi. Und das fällt ja jetzt komplett weg. Und wenn es am Stück schlechtes Wetter gibt, das wäre schlimm. Dann könnte man irgendwie doch noch schließen, weil dann Personal und alles teurer ist.
ja, und sich das dann einfach nicht mehr lohnt. Und ja, weil vor allem nach dem Winter haben wir uns eben gefreut, jetzt, dass mal wieder ein bisschen mehr kommt. Und ich denke nämlich nicht, dass sich das so weit ändern wird, dass wir, weiß ich nicht, den Sommer über überhaupt die Außengastronomie aufbauen können, weil es eben einfach alles zu eng ist. Und vielleicht, ne, irgendwo in einem großen Café kann man das dann machen. Da hoffe ich auch für, aber ja auch Bekannte aus verschiedenen anderen Cafés und Restaurants in Bonn, dass das für die anders geht in naher Zukunft. Aber ich denke nicht, dass das bei uns die nächsten Monate groß anders sein wird. Mhm. Und du hattest ja gesagt, dass ihr viel von regionalen Betrieben auch bezieht. Wie sieht das bei denen aus? Also weißt du, wie eure Zulieferer sozusagen mit der Situation umgehen? Ja, also ich hatte, ich habe ja die kleine Rösterei, die ganze Zeit zu hatte. Da war es dann auch schon schwierig, das zu koordinieren, dass wir den Kaffee noch bekommen haben, weil keiner gearbeitet hat bei denen. Die hatten halt komplett zu und die haben ja dann auch angemeldet, dass die komplett zu haben. Dann ist es halt auch schwierig für die so von der Organisation uns noch zu beliefern, weil die die Rechnungen jetzt nicht schreiben dürfen, weil die ja angegeben haben, dass sie keine Einnahmen haben. Und ja, es ging dann auch nur, weil wir so guten Kontakt haben, dass sie das jetzt noch weiter gemacht haben, dann nur für mich immer gekommen sind und meine Portionen Kaffee geröstet haben. Und ja, auch bei den anderen. Ich habe auch so eine kleine Backstube, die ja, die Kuchen und Backwaren macht, die ich bestelle. Und ja, für die war ich, glaube ich, auch so die Einzige. Also ich hatte sonst immer Probleme mit der Lieferung, dass es immer alles ein bisschen zu spät kam. Da war das Gute, dass ich alles jetzt immer sofort bekommen habe, weil die quasi nur darauf gewartet haben, ja, wir machen eigentlich immer nur für dich gerade Nussecken. Und ja, das, die waren dann auch irgendwie noch ganz dankbar, glaube ich, überhaupt auch ein bisschen arbeiten zu können. Nicht nur ja, aus finanzieller Sicht. Und ja. Ja, krass. Und Frieda, du hattest ja auch gesagt, dass ihr auch viel Kaffee verkauft im Laden. Ja. Wie ist da bei euch die Situation? Also Zulieferern her. Ja, genau. Also wir verkaufen ja nicht nur Kaffee, sondern wir rösten ja auch selber Kaffee. Und das ist tatsächlich auch was, was mir sehr schwer im Magen liegt, also weil wir über die wir unseren Rohkaffee bislang Kohl importiert haben, das sind Quijote-Kaffee aus Hamburg, die haben uns halt so ein bisschen berichtet, wie gerade die Situation in den Anbauländern ist, also speziell über Honduras haben wir gesprochen und ja, also es könnte halt tatsächlich in den kommenden Monaten halt so sein, dass es sehr, sehr schwierig werden wird, halt an Rohkaffee aus bestimmten Ländern, also der dann vielleicht halt auch einen bestimmten Qualitätsstandard haben soll oder so zu kommen. Also das tut mir nicht nur für uns leid, sondern vor allen Dingen für die Leute vor Ort, weil für die ist die Lage halt wirklich einigermaßen katastrophal. Also in Honduras ist es zum Beispiel so, dass das in Bezirke aufgeteilt ist und jeder Bezirk erlässt teilweise stündlich oder täglich neue Regelungen. Also man kann sich halt auf relativ wenig verlassen. Und dann in dem einen Bezirk ist es so, dass die Menschen zwar auf die Plantagen dürfen und den Kaffee ernten dürfen, aber dann wird er halt im Hof von der Kooperative nicht mehr abgeholt und steht halt bei 30 Grad tagelang im Container auf dem Hof und verrottet quasi. Oder ja, genau, also ich glaube, vielerorts bricht da wirklich die Infrastruktur zusammen. Die Leute haben halt eine
überwiegend schlechte gesundheitliche Versorgung, dann jetzt halt keine soziale Absicherung, verlieren ihre Arbeit und eine große Befürchtung, die da dann halt existiert, also gerade in Bezug halt auf so, so faire Handelsstrukturen und so, was ja zum Teil halt auch sehr lange gebraucht hat, um halt so eine Strukturen aufbauen zu können, dass die halt durch die Situation halt auch nachhaltig Schaden nehmen werden. Ne? Also wenn jetzt halt so eine Kaffeeernte kaputt geht, dann können halt häufig dann Bauern nächstes Jahr dann halt den Anbau nicht finanzieren und so weiter und so fort. Also das ist halt wirklich, es hat sich relativ gravierend angehört. Und ist dann, glaube ich, halt auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene eine Betroffenheit vorhanden, als wir jetzt zum Beispiel mit unserem Café. Aber ich merke das auch sozusagen in einem regionalen Umkreis, dass das Einfluss hat. Also wir haben zum Beispiel viel von unserem Craft-Bier vorher dann halt auch über Großhändler bezogen und konnten das halt, weil wir dann halt größere Bestellungen gemacht haben. Und jetzt ist es halt so, dass wir halt eher vorsichtig nur noch bestellen und dann halt auch mehr dazu übergegangen sind, dann halt direkt bei den einzelnen kleinen Brauereien dann zu ordern, die dann direkt an uns liefern, genau, weil wir jetzt einfach gar nicht so die Bestellmengen aufrufen können, wie wir es halt vorher hatten, ne? Okay, krass. Also echt viele verschiedene Betroffenheiten auf jeden Fall. Also von allen Akteuren, die so um ein Café herum eine Rolle spielen. Krass. Ich sehe gerade, dass die Zeit voranschreitet. Wir haben trotzdem noch ein paar Fragen und auch nochmal an euch. Wenn ihr Fragen habt oder so, schreibt sie in den Chat, ne? Damit Frieda und Denise die auch beantworten können. Dann würde ich als nächste Frage nochmal unseren Titel ein bisschen in den Fokus rücken. Der heißt, der Ernährung ist systemrelevant. Könnt ihr beide nochmal kurz sagen, würdet ihr euch als systemrelevant bezeichnen? Wie schätzt ihr das so ein? Denise, fang gerne an. Ja, systemrelevant ist halt ein witziges Wort. So in Bezug auf uns sind es also ist halt ziemlich hoch gegriffen, ne, wenn ich sage, ich bin hier auf jeden Fall systemrelevant. Aber Nette und ist, dass es echt hier viele Kunden gibt von uns, die das so sagen, mit anderen Worten. Das ist auch richtig, richtig schön, weil seit das jetzt so ist, seit einem Monat, kriegen wir total viel Zuspruch von allen Seiten und auf allen möglichen Wegen, E-Mails, bei Instagram, Facebook, Leute, die vorbeikommen und die alle irgendwie sowas sagen, ne, wo anrufen und fragen, wie können wir euch unterstützen, das geht überhaupt nicht ohne euch hier im Viertel und ihr müsst bleiben, das wäre so schlimm, wenn ihr zumachen müsst. Und dann dachte ich mir immer, das klingt so, als wäre man systemrelevant hier in diesem Umfang und müsste auf jeden Fall gerettet werden. Und da musste ich dann immer so ein bisschen lachen, weil ist ja schön, dass alle denken, das würde nicht ohne uns gehen, ohne den Kaffee, ohne die, weiß ich nicht. Viele haben auch gesagt, danke, dass ihr irgendwie noch die ganze Zeit da seid, offen seid. Das ist das Einzige, was wir hatten, was so Normalität war, haben sich daran dann so festgekrallt und meinten auch, ja, eigentlich brauche ich nicht jeden Tag den Kaffee, den ich jeden Morgen holen komme, aber ich bin im Homeoffice, aber ich möchte damit so einen kleinen Beitrag leisten, ein bisschen helfen. Und das ist irgendwie
echt schön, weil das hat man vorher ja nicht so stark und so direkt mitbekommen. Es gibt ja so viele Stille und ja, also die das dann nicht so ausdrücken, dass sie einen so mögen und so gerne den Laden haben. Das kommt irgendwie jetzt alles erst raus von verschiedenen Seiten, wo ich mir auch vorher immer dachte, ah, diese Frau, die ist immer so ein bisschen unfreundlich, wenn die reinkommt. Und dann doch von der irgendwie dann so liebe Worte zu hören, dass ich dann dachte, wow, hätte ich nie gedacht, dass genau von der, dass sie sowas denkt. Ja, und vielleicht ist das so ein bisschen hier bei uns im Viertel die Systemrelevanz. Ja, ach schön, das dann auch in so schweren Zeiten so zu merken. Mhm. Ja, das ist auch viel wert, neben finanziellem. Mhm. Frieda, was würdest du sagen? Mir geht es da auch so ähnlich wie Denise. Also ich finde den Begriff, also ich kenne den Begriff eigentlich aus der Finanzkrise, wo es um die Bankenrettung ging. Und ich finde auch da hat sich halt schon die Frage gestellt, was ist das eigentlich für ein System? Und ist es nicht vielleicht auch ganz gut sozusagen vielleicht vorgeschaltet die Frage zu beantworten, was man an dem System eigentlich schätzt oder was man vielleicht auch nicht schätzt oder ob es nicht vielleicht besser ist, das System auch zu verändern sozusagen. Aber ansonsten merke ich das auf jeden Fall auch. Also mein Eindruck ist auch, der Kaffeebedarf im Homeoffice ist auf jeden Fall real. Und ich glaube, für viele Leute ist das gerade tatsächlich systemrelevant, in den eigenen vier Wänden zumindest. Ich finde die Frage, finde ich halt schwer zu beantworten, weil es bei uns ja schon um Genusslebensmittel geht. Also wenn man sozusagen jetzt von Grundbedürfnissen ausgeht, würde ich halt vielleicht nicht unbedingt sagen, dass es halt systemrelevant ist, aber es hängen dann ja, wenn man halt genauer hinguckt, halt auch einfach super viele Strukturen und Existenzen, also innerhalb sozusagen, ja, also also einem fairen Kaffeehandelssystem oder so, also ist das natürlich irgendwie wichtig, dass das alles dann sozusagen weiter funktioniert, ne? Ja, boah, das kam ja bei deinen Erklärungen gerade zu Honduras auch nochmal gut raus, ja. Und wir haben dazu auch nochmal eine Frage im Chat, das ist dann sozusagen die letzte Frage, bevor wir in die kleine Aufgabe gehen. Und zwar, ob ihr jetzt mehr Kontakt zu den ProduzentInnen von euren Produkten habt, also so einen Schritt mehr Richtung Direktvermarktung in Zeiten von Corona oder ob, genau, also ob sich da was sozusagen verändert hat bei euch, ganz kurz und knapp. Also bei uns ist es so, dass wir das halt vorher auch schon eigentlich sehr viel gemacht haben, also mit dem Kaffee, klar, ich meine, der wird halt einfach, der kommt von sehr weit her und insofern, genau, Quirot, also wir haben ihn über Quirot co-importiert, aber die stehen halt in sehr engem Kontakt mit den Kaffeekooperativen, über die beziehen. Bei unserem Weinsortiment ist es so, dass wir tatsächlich auch vor Corona schon fast ausschließlich Direktvermarktung gemacht haben. Also dann halt auch bei den Weingütern waren, uns das angeguckt haben, was die halt machen, wie die arbeiten. Genau, und beim Bier ist es so, dass wir da jetzt sowieso eigentlich mehr auf Regionalität achten wollten. Also bislang stand eigentlich so das Handwerkliche sozusagen im Vordergrund und es kam aber zum Teil halt von sehr weit her, das Bier, und irgendwie dachten wir, ist das bei uns auch so ein bisschen widersprüchlich und wollten da halt tatsächlich auch mehr auf Regionalität setzen, und ich würde sagen, die Situation beschleunigt das
dann jetzt, weil wir über unseren Lieferdienst den Restbestand an Bier jetzt größtenteils verkauft haben und jetzt vor der Frage stehen, okay, wie machen wir jetzt weiter, und dann direkt auf Regionalität gesetzt haben. Und genau, also da ist es jetzt auf jeden Fall so, dass wir eher in direkterem Austausch stehen mit den kleinen Brauereien, ja. Okay, cool. Vielen Dank an euch beide für die vielen Einblicke in euren Alltag. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Ja, und genau, wir werden ja auf jeden Fall auch noch eine Weile im Raum sein, so ein paar Minuten. Aha. Falls noch irgendwelche anderen Fragen sind, könnt ihr die auch noch stellen. Ja, und genau, dann wäre jetzt noch kurz Zeit für unsere kleine Aufgabe oder Diskussion. Machen wir es hier einfach in der großen Gruppe in Anbetracht der Zeit oder in zwei kleinen Gruppen? Was meint ihr, Miri und Molina? Zwei Gruppen. Okay, super. Genau, und zwar funktioniert es jetzt so, dass wir euch sozusagen in zwei kleine Grüppchen aufteilen, in so Breakout-Sessions schicken. Dann habt ihr ein bisschen Zeit, über die Frage zu diskutieren, wie Cafés und Restaurants aktuell unterstützt werden können, damit sie jetzt und auch in Zukunft nachhaltig wirtschaften können. Genau. Und danach kommen wir wieder in der großen Gruppe zusammen und können die Ideen zusammentragen und dann genau auch nochmal hören, was Frieda und Denise dazu sagen. Kurz nochmal darüber ausgetauscht, was gesagt wurde, und waren irgendwie kurz unsicher, ob noch wer kommt, und haben dann aber auch die Frage kurz besprochen, beziehungsweise ich habe meine Gedanken dazu ihm kurz gesagt, und das war halt einmal der Punkt, dass ja, wobei, könntest du vielleicht nochmal die Frage kurz im Wortlaut sagen? Ich habe die nicht so, dass ich da jetzt nicht so dran. Also wie Cafés und Restaurants unterstützt werden können, damit sie jetzt und auch in Zukunft nachhaltig wirtschaften können. Okay, das erste war eben, dass man die eigenen Kommunikationskanäle nutzt, wo man sozusagen die Menschen, die in der gleichen Stadt oder im gleichen Kiez wohnen, also in Lüneburg haben wir jetzt sowas wie solidarische Nachbarschaftsgruppen auf Telegram, dass man darüber halt einfach aufmerksam macht auf die Lage von Cafés, wenn man jetzt weiß, irgendwie den bestimmten Café, die haben gerade große finanzielle Not oder die haben dieses Problem, dass man dann eben Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit schafft für diese Cafés, und dass die Cafés eben auch auf digitalen Wege über Social Media zum Beispiel mehr Zeit investieren und dort eben ihre Reichweite erhöhen und mehr Leute eben auch auf Social Media sind und die Cafés darüber eben ja sozusagen auch Kontakt zu den Kunden haben und ihre Produkte bewerben können und was dann auch über die Krise hinaus bleibend ist, wenn man da dann noch mehr Menschen so in seinem Umkreis erreichen kann. Und dann der Punkt mit, dass die Cafés sich was ausdenken, wie quasi Kundinnen Feedback da lassen können oder Wertschätzung da lassen können, was dann auch über die Krise hinaus bleibend ist. Schön. Ja, zwischendurch gab es auch einen Daumen hoch von Denise. Klingt gut. möchtet ihr aus der anderen Gruppe noch kurz was sagen? Ergänzen? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja, ist das zu Lieferketten sein? Ja, okay. Ja, also wir sind eigentlich relativ schnell abgeschweift und haben dann gar nicht mehr so direkt uns mit der Frage beschäftigt, sondern uns eher irgendwie darauf fokussiert, dass wir es voll wichtig finden, dass darüber hinaus halt nicht nur irgendwie die Cafés selbst weiter unterstützt werden, sondern dass eben irgendwie über diese Lieferketten auch weiterhin die Menschen unterstützt werden, die halt gerade Kaffee oder Kakao etc. anbauen, weil das meistens die Menschen sind, die halt irgendwie noch mal stärker drunter leiden, weil es hier in Deutschland ja immerhin noch irgendwie gewisse Sicherheiten gibt, über die Menschen unterstützt werden, aber das häufig in den Anbau
Ländern nicht der Fall ist. Und wir haben uns dann eigentlich eher darüber unterhalten, wie diese Menschen unterstützt werden können. Und hattet ihr da ein paar Ideen? Also es ging halt mehr irgendwie so darum, möglichst weiterhin auch von den Cafés aus diese Menschen zu unterstützen, indem weiter bestellt wird, aber indem zum Beispiel auch gerade bei den Cafés, die vielleicht gar nicht unbedingt wissen, wo der Kaffee oder der Kakao oder die Produkte herkommen, dass da dann vielleicht nochmal einfach persönlichere Verhältnisse aufgebaut werden können, indem einfach nochmal anders der Kontakt gesucht werden kann mit diesen Menschen und darüber dann eben auch auf eine andere Art und Weise Unterstützung ankommen kann. Aber viel mehr ins Detail sind wir da dann auch gar nicht mehr richtig gekommen. War ja auch nur eine kurze Zeit. Aber super. Spitze, genau. Und ich denke, dass auf jeden Fall genau der Abend heute noch lange nachhallen wird und wir alle wahrscheinlich noch sehr viel über viele Aspekte, die heute angesprochen wurden, auch nachdenken werden. Und genau, mit Leuten reden werden. Leider sind wir schon am Ende angelangt. Ich würde jetzt am Ende euch nochmal fragen, wie ihr den Abend so fandet, was ihr euch fürs nächste Mal, wir haben ja noch ein paar Folgen, vielleicht wünschen würdet, was wir anders machen können, um nochmal so ein kleines Feedback von euch zu bekommen. Ah, nein, wait, ich habe was ganz Wichtiges vergessen, und zwar, dass Paulina und Miri ja nochmal einen kurzen Überblick über alles geben wollten, bevor wir zu Feedback kommen. Genau, ich versuche mich mal an einer kurzen Zusammenfassung und ich weiß nicht, ob wenn Frieda und Denise danach noch ein Abschlusswort oder Abschlusssatz irgendwie sagen möchten, gerade auch irgendwie vielleicht in Bezug auf die Frage, die wir gerade hatten, könnt ihr das natürlich auch gerne noch tun. Ich versuche mal so ein bisschen, was halt heute so besprochen wurde. Zum einen irgendwie, was wir ganz am Anfang hatten, dass viele Cafés oder ihr beide zumindest das Sortiment irgendwie umgestellt haben auf To-Go und auf Lieferungen. Bisschen schade dabei ist, dass das mit dem Verpackungsmaterial jetzt irgendwie sehr ansteigt und es einfach generell sich irgendwie viel verändert, es neue Routinen gibt, die dann direkt am nächsten Tag gefühlt wieder zerstört sind, weil es irgendwie alles so unsicher ist und es irgendwie teilweise einfach anstrengend ist, weil man dann auch noch die KundInnen erziehen oder betreuen muss, wer jetzt einen Mundschutz aufhaben muss und so. Und ein bisschen die Frage gestellt wurde, okay, Corona kommt irgendwie in Wellen vielleicht, kommt die Solidarität auch nur in Wellen, also am Anfang ganz viel und dann irgendwie plötzlich auch wieder nicht mehr. Dann kamen wir so ein bisschen zu dem Punkt, dass irgendwie ja quasi, ich habe mal aufgeschrieben, der Kaffeesatz wird sichtbar, also das, was unten ist und bisher mal verdeckt war, quasi wer vorher schon prekär gearbeitet hat, also Leute, die halt Aushilfsjobs in Cafés haben oder halt die Kaffeebäuerin, wie auch immer, oder auch ja die Landwirtin hier in Deutschland, die halt in Abhängigkeitsverhältnissen arbeiten, wo sie halt selber nicht rauskommen, das verbessert sich gerade überhaupt nicht, sondern wird eher noch schlimmer und was halt teilweise in anderen Regionen der Welt ja, passiert zum Beispiel jetzt in Honduras, ist halt irgendwie was für uns halt auch völlig aus dem Blickfeld irgendwie geraten ist. Ein witziger Zusammenhang ist es jetzt nicht, aber Denise hat gesagt, sie hat Angst vor schlechtem Wetter und vor Regen, während Landwirtinnen sich ja gerade sehr auf Regen freuen und ist ein, ja, irgendwo ein bisschen witziger Zusammenhang zwischen Landwirtschaft und Cafés, dass beide irgendwie wetterabhängig sind, nur umgekehrt. Und dann kamen wir zu der Frage der Verantwortung, dass es irgendwie so eine Verantwortung in alle Richtungen ist, also gegenüber den Mitarbeitenden, gegenüber den Zuliefererinnen, aber auch gegenüber der Gesamtgesellschaft, Leute rauszulocken, obwohl das Wetter schlecht, obwohl das mit Corona irgendwie ja blöd ist, wenn sich Leute versammeln, aber Und die Frage kam mir zur Systemrelevanz. Ja, und ob Cafés irgendwie, sind sie Luxus, sind sie systemrelevant und ja, für wen? Also genau, und auch was für ein System haben wir eigentlich, was von diesem System möchten wir erhalten, was nicht? Und für wen sind die Cafés vielleicht systemrelevant? Also klar, für die Leute, die dort arbeiten, für die Zulieferer, für die Lieferketten, auf die gerade nochmal in der Diskussion angesprochen wurde. Aber auch irgendwie für die Gesellschaft, also wie gerne gehen Leute in Cafés und
bedeutet das, ist es nur Luxus oder bedeutet es irgendwie doch noch mehr? Also könnten wir auch alle ohne Cafés? Ich weiß es nicht. Und dann haben wir irgendwie noch viele offene Fragen mitgenommen. Also ob die Kundin und die Kaffeetrinkerin zum Beispiel durch Corona oder durch diese ja, direkte Beziehung vielleicht irgendwie mehr Bezüge bekommen zu den prekären Arbeitsverhältnissen und Abhängigkeiten oder eher im Gegenteil, weil sie überhaupt keinen Kopf dafür haben, weil gerade Corona irgendwie in Deutschland viel zu präsent ist, also zumindest in den Köpfen. Auch die Frage, wird sich irgendwie langfristig was ändern an Cafés? Werden die irgendwas mitnehmen in Richtung, also aus diesem Liefer- und To-Go, bleibt das so oder ändert sich alles? Genau, und kamen noch coole Ideen am Ende raus in den kleinen Gruppen. Und genau, ich glaube, was einfach schön wäre, ist auch, oder ein langfristiger Support, also dass Leute, die Stammkundinnen sind, auch nicht nur irgendwie jetzt einmal kurz dann in der ersten Solidaritätswelle ihr Frühstück bestellen bei Miss Münz, sondern auch dauerhaft, auch wenn sie vielleicht irgendwie vor allem die Atmosphäre im Café schätzen, auch jetzt, wenn sie nicht die Atmosphäre haben können, die Produkte irgendwie weiter ja, konsumieren, um des Cafés willen, aber auch der regionalen und Bio-Fairtrade-Zulieferbetriebe. So, das kommt alles ins Handout und dann müsst ihr euch das jetzt nicht alles merken. Mensch, aber voll gut, dass mir das noch eingefallen ist. Danke für... hätte mich sonst gemeldet. Danke nochmal, gut. Frieda und Denise, wollt ihr noch am Ende kurz was sagen? Vielen Dank für die tolle Zusammenfassung, Paulina. Ich habe auch gerade überlegt, ich glaube, das Einzige, was ich noch sagen wollen würde, ist sozusagen, dass mein Eindruck von der Situation ist, dass wir hier sozusagen das erste Mal mit so etwas wie einer Lebensrealität konfrontiert sind, in der sozusagen dieses fundamentale Sicherheitsgefühl, in dem wir unser ganzes Leben bisher verbracht haben, so erschüttert wird. Also ich glaube, dass das für ganz viele Menschen auf der Welt in ihrer Lebensrealität teilweise schon ein ganzes Leben lang so war. Wir sind hier aber das erste Mal sozusagen damit konfrontiert und ich habe irgendwie so ein bisschen sozusagen auf so einer Kulturwandelebene oder so ein bisschen die Hoffnung, dass viele Fragen produziert oder also viele Selbstverständlichkeiten oder bisher als selbstverständlich wahrgenommene Dinge jetzt halt nicht mehr als das erscheinen lässt, sondern als Dinge, die halt wirklich einen Wert haben und die eben keine Selbstverständlichkeit sind. Und also gerade im Lebensmittelbereich, finde ich, geht es ja ganz viel auch um die Frage, was für einen Wert haben Lebensmittel? Also wie kann man Lebensmittel produzieren, die halt einen bestimmten Qualitätsstandard haben, die unter bestimmten Bedingungen hergestellt werden sollen? Und wie kann es dann halt sein, dass man nichts dafür oder kaum was dafür bezahlen bereit ist zu bezahlen? Ne? Also dass halt so eine Fragen irgendwie neu thematisiert und aufgeworfen werden. Also das ist ja nicht nur im Lebensmittelbereich so, sondern ja halt auch im Gesundheitswesen und so weiter und so fort. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, also wenn man was Positives aus dieser Situation herausziehen kann, dass sowas halt sein könnte, dass viele Fragen jetzt halt neu gestellt werden und halt viele Sachen, die vorher halt als selbstverständlich erschienen, dass jetzt offensichtlich wird, dass sie es aber nie waren, sozusagen. Mhm. Dankeschön. Ja. Denise? Ja, ich fand die Zusammenfassung auch super von Paulina. Danke. Und ich kann Frieda auch nur zustimmen. Also ich sehe das ganz genauso. Wir leben in einem super freien Land. Man merkt das jetzt noch mehr, als wir vorher für viele Freiheiten hatten. Und dass es irgendwie ja doch ohne geht. Man muss dann nicht unbedingt Ostern wegfahren und es geht einem immer noch gut.
und auch mit den, ja, den ganzen Anpassungen, die wir jetzt machen müssen, dass ja, man hoffentlich daraus lernt und nachdenkt über die Situation und unser Leben hier. Es gab heute eine Person, die meinte, ja, okay, das mache ich nicht mit den Masken. Ciao, wir sehen uns nach der Maskenpflicht. Und dann dachte ich mir auch so, ja, okay, wow, was würden da, weiß ich nicht, Japaner, Koreaner, Chinesen zu sagen, die sowieso mit Masken rumlaufen, das so kennen. Die würden doch dann wahrscheinlich auch nur lachen drüber. Und ja, also es geht ja alles. Das ist nicht so schlimm. Ich hatte 8 Stunden die Maske an, es ist nicht schlimm. Man kann damit leben, man kann sich anpassen an Situationen und froh sein, dass wir ja quasi ohne Probleme frei leben, keinen Krieg haben und ja, hoffentlich eben darüber nachdenken und unser Verhalten und die Selbstverständlichkeit nicht so leben. Also ich weiß nicht, hoffentlich ist es eine Erfahrung für viele. Auch ja, in Bezug auf Geflüchtete, die hier hinkommen, bei denen es zu Hause nicht frei und schön ist. Ne? Vielleicht ist es auf verschiedenen Aspekten irgendwie eine Erfahrung. Ist ja auch positiv oder negativ, alles irgendwie bringt einen weiter. Und es gibt ja sehr, sehr viel, wie die Solidarität, die jetzt von allen Seiten kommt, die zeigt, dass man das ja, zusammen positiv angehen kann. Und ja, hoffentlich auch weiterhin und nicht nur ja, jetzt den ersten Monat. Ja, hoffentlich genau, bringt diese Zeit viele positive Entwicklungen dann zum Vorschein. Und wie Paulina im Chat auch hier geschrieben hat, wo diskutiert man solche wichtigen gesellschaftlichen Gedanken, wenn nicht bei einem guten, fairen Kaffee in seinem Lieblingscafé? Ich finde, das ist ein ganz schöner letzter Schlusssatz. Ja. Genau, und ja, genau, jetzt kommen wir zu eurem Feedback sozusagen. Genau, schreibt gerne nochmal in den Chat, wie ihr es heute fandet, das Webinar, was ihr euch noch gewünscht hättet. Genau, dass wir so ein bisschen einschätzen können, ob wir das Format nochmal anpassen. Genau, und während ihr euer Feedback in den Chat schreibt, kann ich ja schon mal genau auf die Links hinweisen, die Miriam auch in den Chat gepostet hat. Einmal zu unserem Telegram-Kanal, auf dem ihr die Infos zu den nächsten Webinaren und wer da eingeladen sein wird, bekommt. Und dann auf ein Pad in WeChange, das Handout, in dem nochmal alle Sachen von heute zusammengefasst sind. Genau, und auch die Seite von Econa, die Internetseite, in dem ihr mehr über das Projekt erfahren könnt. Genau. Und nächste Woche Montag sind wir wieder zur gleichen Uhrzeit unter dem gleichen Link hier in dem Zoom-Raum und haben 1 bis 2 neue Gäste dann, die ihre Perspektive teilen werden. Genau. Wie fandet ihr es heute? Ah, hier, was im Chat, super schön, vielen Dank. Genau, trotzdem wie immer nicht genug Zeit, um wirklich ins Detail zu gehen. Genau, ich habe auch das Gefühl, wir könnten echt Ewigkeiten weiter reden und genau, uns eure Erfahrungen auch anhören, Frieda und Denise. Aber voll schön, dass wir wenigstens diese Zeit hatten und so einen kleinen Einblick kriegen konnten. Genau, wir sind jetzt auf jeden Fall noch eine Weile auch im Raum, also falls Leute von euch noch da bleiben wollen, ihr noch eine Frage habt oder Feedback noch loswerden wollt, genau, bleibt mit dabei und wenn nicht, vielleicht sehen wir uns einfach nächsten Montag wieder und ja, voll schön, dass ihr da wart. Danke.